Willkommen, abonnieren Sie den Kanal, um die schnellsten Nachrichten des Tages zu erhalten. Sarah Lombardi startet mit einem besonderen Post auf Instagram ins neue Jahr, mit einer Liebeserklärung. Aber an wen ist diese gerichtet? Sarah Lombardi, 27, schickt per Instagram eine wunderschöne Liebesbotschaft an einen offenbar ganz besonderen Menschen in ihrem Leben. Gibt es etwa eine neue Liebe für die Sängerin? Oder geht es gar um ein Comeback mit Ex-Mann Pietro Lombardi, 27? Auf dem Foto ist Sarah in einem Bikini am Wasser zu sehen. Mit im Wind wehenden Haaren betrachtet sie verträumt den Sonnenuntergang. Darunter schreibt sie, und dann triffst du den Menschen, der dir das Gefühl gibt, du hättest ein Leben lang die Luft angehalten und plötzlich atmest du. Das klingt auf jeden Fall nach einem Erwachen, nach einer spannenden Begegnung, vielleicht gar wie eine Erlösung, ein Mensch, der sie atmen lässt. Die Fankommentare unter dem Bild zeigen die Freude der Fans an Sarahs aktuellem Gefühlszustand, sehr gut in Worten ausgedrückt. Das Gefühl kenne ich nur zu gut. Eine andere Userin schreibt, das ist dann die echte Liebe, die für immer. Das klärt die 27-Jährige dann mit dem zweiten Bild des Posts auf diesem hält sie vor der gleichen Kulisse ihren Sohn Alessia, 4, auf dem Arm und küsst ihn liebevoll. Das Bild strahlt Liebe und Zufriedenheit aus. Die Sängerin ist aktuell mit Alessio und ihrem Tanzpartner Joti Polizoakis, 24, in Ägypten im Urlaub. Die beiden schwebten bei Dancing on Ice über das Eis und verzauberten das Publikum, nun verbringen sie auch sonst viel Zeit miteinander und genießen sichtlich ihre Freundschaft. Eine Affäre wird den beiden zwar nachgesagt, aber Sarah beteuert, dass sie nur Freunde sind. Mag sein, dass es auch in Sachen Liebe bald wieder Neuigkeiten gibt, im Moment scheint der wichtigste Mann in Sarahs Leben aber ganz allein Alessio zu sein. Danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.